Der böse Regierungschef tobt, doch die Trutzburg steht, der Guardian. Die Zeitung musste ihre Festplatten schreddern, aber sie lässt sich nicht einschüchtern. Der Guardian hat Dokumente von Edward Snowden aufgearbeitet, hat veröffentlicht, wie uferlos und nahezu unkontrolliert heute weltweite Überwachung durch Geheimdienste abläuft. Ist mutig, sage ich. Ist nur unser Job, sagt Chefredakteur Alan Rusbridger und spricht darüber, was er äußerst selten tut, mit Annette Dittert. Es ist ein mächtiger Gegner, gegen den der Guardian angetreten ist. Hier in Cornwall steht nur eine der Abhörstationen der britischen Geheimdienste, die jeden Schritt im Netz verfolgen und auswerten können. Das weiß die Welt. Seit 500 Kilometer weiter westlich, im Londoner Hauptquartier des Guardian, eine kleine Gruppe von Journalisten, Monat für Monat das Snowden-Material zu neuen Titelstories verarbeitet. Was bislang im Verborgenen geschah, kommt an den Tag. Die totale Überwachung ist im Netz längst Realität. Und entlarvt wird dabei vor allem der britische Abhördienst GCHQ als Handlanger der NSA. Wir treffen den Mann, der seiner Redaktion dabei den Rücken frei hält, Alan Rusbridger. Ein leiser, aber zäher Krieger im Kampf um die Freiheit im Netz, der, als er das Material das erste Mal in ganzem Umfang vor sich sah, selbst völlig perplex war. Ich hatte keine Ahnung, dass wirklich alles über uns gespeichert und abgehört wird, in einer so gigantischen Größenordnung. Ich war wohl einfach sehr naiv. Kurze Zeit später wird er selber zur Zielscheibe. Im Parlament droht ihm der britische Premier höchstpersönlich mit juristischen Schritten. Natürlich ist es besser, an die gesellschaftliche Verantwortung des Guardian zu appellieren. Aber wenn das alles nichts nützt, muss ich handeln. Möglich ist das, weil Großbritannien traditionell keine Verfassung hat, in der die Pressefreiheit formal festgeschrieben ist. Wir arbeiteten mit der Drohung, dass man juristisch gegen uns vorgehen würde. Schließlich habe ich die Regierung direkt gefragt, werden Sie uns per Gericht die Veröffentlichung verbieten? Und die Antwort war ja. Rusbridger aber lässt weiter schreiben, veröffentlicht immer neue Teile des Snowden-Materials, bis ein Anruf aus der Downing Street ihm ein Ultimatum setzt. Jetzt wird die Herausgabe des Snowden-Materials verlangt. Rusbridger lässt die Daten nach Amerika schaffen und lädt den britischen Geheimdienst zu sich in den Keller ein. Hier zerstören sie dann gemeinsam die Festplatten mit dem Snowden-Material. Es gab harte Verhandlungen, denn sie wollten das Snowden-Material inspizieren, bevor wir es zerstören würden. Und das wollte ich nicht. Der Kompromiss war dann, dass wir die Bohrer in der Hand hielten, während sie uns sagten, was wir zerstören sollen. Es ist übrigens schwerer, einen Computer zu zerstören, als man denkt. Es war das Surrealste, was mir je passiert ist. Und der Druck auf ihn wächst, zumal der Dauerkonflikt mit Geheimdienst und Regierung die Zeitung zunehmend auch finanziell belastet. Der Guardian ist ja auch kein Riesenverlag. Das ist ein relativ kleiner Laden mit begrenzten finanziellen Mitteln. Und wenn man das weiß, weiß man, wie mutig Rusbridger ist, dass er es wagt, hier derart gegen den Strom zu schwimmen. Und dann beginnt auch die konservative Presse eine Kampagne gegen Rusbridger. Die Argumente sind so simpel wie populistisch, er gefährde die nationale Sicherheit. Im Dezember wird Rusbridger vor den Innenausschuss zitiert. Mit seiner Waffe zwischen den Zähnen erscheint er, scheinbar unbeeindruckt, aber der Druck ist immens. Sie haben dieses Land beschädigt, sagen uns die Geheimdienste. Gestehen Sie das ein? Wir haben nie auch nur einen einzigen Namen genannt und wir haben niemals die Kontrolle über das Material verloren. Ich liebe dieses Land. Lieben Sie dieses Land? Ja, wir sind Patrioten. Und patriotisch sind wir vor allem, wenn es um die Demokratie und die Pressefreiheit geht. Wie halten Sie das aus persönlich, diesen ständigen Druck? Ich mache keinen Sport. Ich trinke, höre die ganze Nacht Radio und spiele morgens Klavier.
Ein Brite eben. Mit Humor und Pokerface. Und auch die nächsten Enthüllungen will er uns nicht verraten. Der letzte große Erfolg liegt ja noch nicht lange zurück. Die Tatsache, dass Obama sich jetzt öffentlich zum NSA-Skandal äußern musste. Obamas Rede war vor allem symbolisch wichtig. Und sie hat das Leben für Rusbridger sicher etwas leichter gemacht, weil er zugestanden hat, dass es ein Problem gibt. Aber die Schlacht darum, wer die Kontrolle über diese Datenmengen in Zukunft haben wird, die hat erst begonnen. Eine Schlacht, in der ein Whistleblower in Moskau mit einer kleinen Truppe engagierter Journalisten aber schon einen klaren Teilsieg errungen hat. Ich denke nicht, dass die Geheimdienste jemals wieder so unkontrolliert im Dunkeln arbeiten können, ohne jede demokratische Diskussion über ihr Tun. Ja, etwas hat sich verändert. Alan Rusbridger, ein leiser, aber zäher Krieger im Kampf um die Freiheit im Netz. Und Snowden gab sein weltweit erstes Interview dem NDR. Ausschnitte heute Abend im ersten bei Günther Jauch und ausführlich um 23 Uhr. Ein Podcast von das erste.de.